Radio Rauchfass. Sie fragen, wir antworten. Fragen und Antworten rund um die Kirche mit Martin Lasser. Du Martin, ich habe da mal eine Frage. Wie sind die anderen christlichen Kirchen entstanden? Tausende Jahre lang gab es nur eine christliche Kirche. Die Kirche Jesu Christi. Jeder, der an Gott glaubte, fühlte sich da auf eine oder andere Weise zu Hause. Natürlich gab es auch mal Spannungen, aber die wurden meist rasch beigelegt. Erst im Jahre 1054 kam es zum ersten großen Bruch. Eigentlich war das mehr eine politische als eine religiöse Sache. Jedenfalls entschied sich die Kirche im Osten für einen anderen Weg als die im Westen. Sie nannten sich fortan orthodoxe Kirche. Wörtlich bedeutet das die richtige Kirche. Typisch für die Orthodoxie sind die prächtigen Liturgien und die vielen Ikonen. Sehr schöne Bilder von Jesus und den Heiligen. Im Jahre 1517 folgte dann eine weitere Spaltung. Martin Luther konnte sich mit einigen Standpunkten Roms nicht mehr abfinden und machte seinen Protest öffentlich, indem er eine Liste mit 95 Thesen, einige Quellen sagen, es seien 99 gewesen, an die Türe einer katholischen Kirche hängte. Der Protestantismus war geboren. Heute gibt es hunderte protestantische Kirchen, die alle ihren eigenen Schwerpunkt setzen. Typisch für den Protestantismus ist im Allgemeinen die große Rolle, die die Bibel spielt. 1534, 17 Jahre nach Luthers Thesenanschlag, entstand die anglikanische Kirche. Der englische König Heinrich VIII. Wollte sich von seiner Frau scheiden lassen und eine andere heiraten. Der Papst in Rom weigerte sich jedoch zuzustimmen. Als Reaktion darauf gründete Heinrich eine eigene englische Kirche. Noch heute ist die englische Königin Oberhaupt der anglikanischen Kirche, die nicht allein in Großbritannien verbreitet ist, sondern auch in Südafrika viele Mitglieder hat. Wenn auch Sie eine Frage haben, schreiben Sie uns an redaktion@radiorauchfass.de. Martin Lasser für Radio Rauchfass.